Hallo, ich möchte euch heute ganz gerne ein paar Sachen zeigen, die sich so in letzter Zeit wieder bei mir angesammelt haben, also neue Sachen, die ihr noch nicht kennt von mir, und euch wieder mal meine Meinung dazu sagen. Beginnen wir mal mit zwei Parfums, die ich neu habe, und zwar einmal von Disney Fairies, dieses Tinkerbell Parfum. Das gibt es in grün und in lila. Und ich wollte es mir eigentlich in lila kaufen, habe aber aus Versehen das grüne gekauft. Also das lila riecht total lecker nach Zucker oder so, und das wollte ich eigentlich haben. Und dann habe ich aber aus Versehen das grüne gekauft, was allerdings auch nicht schlecht riecht. Das sieht so aus. Und das riecht total nach Birnen. Es riecht einfach extrem nach süßlich und Birnen. Also ich habe dann meinen Freund gefragt, ob das wirklich irgendwie gut riecht und so, weil das ist eigentlich jetzt gar nicht so mein Duft. Ich wollte eigentlich das lila, was nach Zucker riecht und so. Aber er meinte, dass das voll gut riecht und jetzt habe ich das beruhigt und ja. Und ich finde auch die Aufmachung total hübsch, so oben mit diesen Flügeln. Ich meine, die Packung ist ja schon mal top. Aber die Aufmachung von dem Parfum selbst finde ich auch ganz hübsch. Also hier mit diesen Flügeln drauf und ja. Es ist, soweit ich weiß, limitiert. Also falls ihr so eins noch haben möchtet, dann würde ich an eurer Stelle bald bei Müller vorbeischauen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Tut mir leid, war aber nicht allzu teuer. Und ja. Riecht jedenfalls total süßlich und birnig und ja. Fast noch lieber ist mir das Parfum, das ich mir noch gekauft habe, und zwar heute. Und zwar ist das von Spirit, das Off Wild Roses Parfum. Ich habe es auch schon oben. Und das riecht so lecker, das riecht so total blumig, süßlich. Ich kriege auch einen Hauch von Vanille raus, total lecker. Und ich habe da jetzt die Rechnung, das hat gekostet 4,95 €. Das kostet nämlich eigentlich um die 17 Euro und das ist jetzt aber heruntergesetzt bei DM. Und deshalb habe ich es mir gekauft, weil für 17 Euro hätte ich es mir, glaube ich, nicht mehr gekauft, weil ich erst dieses teure Etade Parfum gekauft hatte. Und ich will nicht so viele teure Parfums haben, weil da gebe ich einfach viel zu viel Geld aus dafür. Aber für 4,95 €, glaube ich, waren es, ja, ist es richtig, richtig guter Preis. Und es riecht wirklich total lecker. Blumig, süßlich, vanillig, es riecht total lecker einfach. Es ist total mein Duft. Voll lecker. Off Wild Rose, es hört sich auch ganz hübsch an, finde ich. So, dann geht es weiter mit einem richtigen Kauftipp, den ich für euch habe. Und zwar ist das dieses Pfirsichhaut-Feuchtigkeitsfluid von Rock You Beauty. Und darauf bin ich gekommen durch die Beauty Peachy, die hat das nämlich in einem Video von ihr hergezeigt, dass es so eine ebenmäßige, glatte Haut machen soll und dass die Haut so strahlen soll davon. Und ich habe mir gedacht, okay, ich suche schon so lange etwas, das die Haut ebenmäßig macht unter dem Make-up, dass ich es jetzt einfach mal ausprobiere. Weil ich war jetzt schon wirklich kurz davor, mir das von MAC zu kaufen. Ich hatte nämlich so eine MAC-Schulung in der Schule und da hat uns hier sowas gezeigt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, probiere ich vorher doch noch das aus, weil das natürlich weit billiger ist. Ich glaube um die 3 Euro, bin mir nicht mehr sicher, hat das gekostet. Und es ist perfekt. Also es riecht erstes Mal total gut nach Pfirsich, wenn man es auftragt. Zieht schnell ein und schaut mal. Die Haut wird wirklich ebenmäßig glatt dadurch. Und also ich habe natürlich Make-up drüber, weil ich trage immer Make-up, aber sehe, wie glatt das wird dadurch und wow, im Gegensatz zu sonst ist es natürlich immer ein bisschen uneben trotzdem gewesen, aber jetzt habe ich diese Creme drunter und das wird wirklich glatt, ebenmäßig, schaut total puppenmäßig schön aus. Ich bin so zufrieden damit, wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn ihr kein Make-up drüber gebt, die Haut wirkt viel ebenmäßiger, glatter, frischer dadurch und es riecht auch total lecker, ist auch gegen Pickel und eben für Pflege und Ausstrahlung steht drauf. Im Pickel habe ich keine Probleme, aber ich finde es einfach so, so toll als Grundierung für Make-up drüber. Also wirklich, schaut, die Haut wird so schön ebenmäßig dadurch. Ich bin so zufrieden damit. Also ich kann euch das wirklich ans Herz legen, wenn ihr auch schon sowas sucht. Probiert es einfach mal aus. Die paar Euro, da ist nichts verdammt, wenn es euch wirklich nicht gefallen sollte, aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Dann habe ich mir noch gekauft von IQ dieses Lidschatten Quattro hier. Das hat gekostet 6,99 €. Und mich hat es einfach angesprochen. Ich wollte es ganz gerne mal ausprobieren. Ich kann es mal aufmachen. Das beinhaltet 4 Farben, die so schimmern, glitzern. Und es ist einmal dieses Weiß, dann ein Rosa, ein Lila und ein anderes, so dunkleres Magenta-Rosa. Wie ihr seht, die Farben sind nicht wirklich satt. Sie sind viel mehr so schimmernd, glitzernd. Also wer so richtig fett, viel pigmentierte Farben will, ist da falsch am Platz, glaube ich. Aber sie sind einfach total schön glitzerig, schimmrig. Schaut mal, ich habe das Weiß und das Lila jetzt auch auf den Augen. Also wirklich, dass es wirklich keine Farbe sieht, das ist nicht der Fall. Das ist genau das Weiß und das Lila aus dieser Palette, was ich jetzt auf den Augen aufgetragen habe. Mit der NYX Jumbo Eyeshadow Pencil in Milk drunter. Und es ist, also die Farben schimmern einfach total schön.
so schimmerglitzerig ist das einfach wirklich total mein Fall, total hübsch sind die. Von der Haltbarkeit her, ich habe es jetzt seit ungefähr 2-3 Stunden oben, ich habe es heute gekauft, also viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen, als dass es bis jetzt sehr gut haltet. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal zufrieden damit. Es sind halt nicht so richtig bombenpigmentierte Farben, sondern eben wie gesagt mehr so schimmrig-glitzerige, eher dezentere Farben. Die aber trotzdem, wie ihr sehen könnt, ganz gut zur Geltung kommen. Von IQ gibt es bei Beeper, bevor jetzt wieder alle Fragen. IQ gibt es bei Beeper. Und Beeper gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland nicht. Ich will euch jetzt keinen Blödsinn sagen, aber ich glaube, dass Beeper nur in Österreich gibt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. So. So viel zu diesem Quattro. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten Teil. Und zwar habe ich mir jetzt gekauft von Angel Star diese Body Lotion. Ich habe davon das Duschgel und das Deo und das riecht beides total lecker und ich bin richtig, richtig zufrieden damit. Deshalb habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt auch noch die Bodylotion dazu. Und ich habe jetzt heute auch schon kurz ausprobiert. Ich finde die jetzt gar nicht mal so toll, wie ich dachte. Ich schaue mal kurz, wie viel die gekostet hat. 3,97 €. Und ja, sie riecht nicht schlecht, aber sie riecht nicht annähernd so gut wie das Duschgel und das Deo. Ich weiß nicht, irgendwas ist eigenartig dran. Es riecht nicht schlecht und wenn ich mir davon nicht so viel erwartet hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so enttäuschend, wie es jetzt ist. Aber irgendwas stimmt dran nicht. Also wenn ich mir vorstelle, wie gut das Duschgel und das Deo davon riechen, dann hätte das wesentlich besser riechen müssen. Und da steht auch drauf, unwiderstehlicher Himbeerduft. Ich finde nicht, dass die so gut riecht einfach. Ich meine, ich habe da schon den Eindruck, dass sie die Haut geschmeidiger macht. Ich habe das jetzt schon vor ein paar Stunden aufgetragen, so zum Test. Also man merkt schon einen Unterschied auf der Haut, aber vom Geruch her hätte ich mir ganz einfach mehr davon erwartet. Okay, so, ich denke mal, das war jetzt so alles von den neuen Sachen, die ich so habe. Und ich würde mich über eure Kommentare dazu freuen und über eure Meinungen dazu. Nicht über eure Meinungen dazu, wie ihr meine Haare oder meine Fingernägel oder sonst was findet, wie in den letzten Videos, das haben ja viele für nötig gehalten, über meine Haare und meine Fingernägel, aber nicht über die Produkte, die ich im Video hergezeigt habe, zu reden. Also bitte, wenn ihr Kommentare postet, dann postet sie schon über die Dinge, die ich im Video herzeige, weil sonst macht das Video irgendwie keinen Sinn. Und ja, also ich freue mich über eure Kommentare zu den Sachen und dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!